Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Channel Castle Nerdskull. Vielen Dank, dass ihr wieder einmal mit dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein bisschen Brettspiel-Content. Und zwar möchte ich euch heute in diesem Video meine Top 10 meiner persönlichen Lieblings-kooperativen Brettspiele vorstellen. Das ist natürlich wieder eine sehr persönliche Liste, das ist meine Meinung. Das ist natürlich keine allgemeingültige Liste. Natürlich gibt es da noch sehr, sehr viele kooperative Brettspiele, die nicht so meinen Geschmack treffen. Und ja, ich möchte einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich in diesem Video keine oder in dieses Ranking keine semi-kooperativen Brettspiele mit reingepackt habe. Also sprich, Spiele mit Verrätermechanik oder Spiele mit einem Dungeon Master werdet ihr jetzt hier in dieser Liste nicht finden. Ansonsten wären nämlich Battlestar Galactica, Winter der Toten und Descent auf jeden Fall hier mit in dem Ranking mit drin. So sind es nicht, weil es wie gesagt reine kooperative Brettspiele sind. Bevor wir loslegen mit den Plätzen 10 bis 1, habe ich hier ein paar Honorable Mentions, also Spiele, die ich erwähnen möchte, die es aber nicht ins Ranking geschafft haben. Da haben wir zum Beispiel Arkham Horror, das Card Game, Mysterium, Yggdrasil, Time Stories, Robotech, Attack on SDF-1, Max vs. Minions und The Ravens of Tree Sahashri. Alle nicht dabei. Tja, was kann denn dann überhaupt noch kommen? Fangen wir an mit dem 10. Platz. Das ist das hier. Das ist Black Orchestra aus dem Jahr 2016. 1 bis 5 Spieler, 90 Minuten. Von dem Verlag, wie heißen die guten? Game Salute. Ja, Black Orchestra ist halt ein sehr, sehr thematisches, ein unglaublich dichtes thematisches Spiel. Es ist im Zweiten Weltkrieg angesiedelt und die Spieler schlüpfen in die Rolle von Verschwörern gegen Adolf Hitler. Also die Spieler versuchen zusammen ein Attentat auf Adolf Hitler zu vollüben. Da gibt es unterschiedliche Charaktere. Stauffenberg ist zum Beispiel dabei. Es dürfte so mit durch den Film auch mit Tom Cruise so mit einer der bekanntesten sein, die ja auch versucht haben, Hitler tatsächlich umzubringen. Und das macht man eben im Black Orchestra. Die Kernmechanik ist sehr, sehr ähnlich zu Pandemic, wie ich finde. Man hat eben bestimmte Aktionen, eine Anzahl Aktionen, die man dann eben auf unterschiedliche verschiedene Aktionen aufteilen kann. Und man versucht eben zusammen ein bestimmtes Ziel zu erreichen. In dem Fall ist es ein Attentat oder erstmal einen Plan zu finden, was für ein Attentat man überhaupt ausführen möchte. Da gibt es unterschiedliche: Erschießen, Vergiften, Flugzeugabsturz, Bombe, keine Ahnung, Sprengstoff im Auto. Und dann muss man eben die Teile für das Attentat zusammenfinden. Es gibt unterschiedliche Karten, die das immer weiter erschweren. Man hat im Zuge des Spiels auch immer mehr Möglichkeiten, sich auf den Plan auszubreiten. Das ist mechanisch nicht das beste Spiel in dieser Liste. Auch in den Honorable Mentions waren da Spiele dabei, die mechanisch besser sind als Black Orchestra, das muss man ganz klar sagen. Aber das ist einfach von der Atmosphäre, von der Immersion, das ist unglaublich stark. Und das hängt eben auch damit zusammen mit den Artworks, die Flavortexte, die da drauf sind. Ja, es sind Hakenkreuze im Spiel, aber bitte, das muss ein Brettspiel machen dürfen, wenn es für die Immersion gut tut. Mein Platz 10, Black Orchestra. So. Wir machen weiter mit Platz 9. Ein Deckbilder. Und zwar der Deckbilder zum Anime Attack on Titan. Namentlich also Attack on Titan, The Deckbuilding Game. 1 bis 5 Spieler, 90 Minuten von Cryptozoid aus dem Jahr 2016. Ja, wer den Anime nicht kennt, ganz kurzer Abriss, spielt in so einem mittelalterlichen Setting und die Menschen sind leben zurückgezogen hinter riesigen, hohen, meterhohen Mauern, weil draußen leben eben diese riesengroßen Titanen, die angeblich oder anscheinend nichts anderes machen, als Menschen zu fressen, und die Menschen schützen sich eben, indem sie hinter diesen riesen Mauern wohnen. Eines Tages kommt aber ein noch größerer Titan, reißt die Mauer ein und dann haben wir den Salat. Und im Deckbuilding-Game, genauso wie in der Serie, schlüpft man in die Rolle der Charaktere, die dort auftreten, und versucht eben die Titanen davon abzuhalten,
ja, auch die restlichen letzten Menschen hinter der Mauer zu vernichten. Das Ganze als Deckbilder, aber mit einem coolen zusätzlichen Aspekt in der Mechanik, dass man eben die unterschiedlichen Mauerabschnitte hat und man sich zwischen diesen Mauerabschnitten auch hin und her bewegen muss, weil an den unterschiedlichen Mauerabschnitten eben Titanen auftauchen und die kann man eben nur bekämpfen, wenn man sich an dieser Mauer oder an diesem Mauerabschnitt befindet. Und zusätzlich werden auch die Karten, die man kauft, um sein Deck zu verbessern, an die unterschiedlichen Mauerabschnitte gelegt. Das heißt, es kommt noch so ein Movement-Aspekt hinzu, dass man auch so ein bisschen planen und kalkulieren muss, wo komme ich mit meinen Move-Punkten hin, wo stehe ich am besten, wo könnte der nächste Titan auftauchen. Und ansonsten muss man eben hier unendlich gut zusammenarbeiten, sich unglaublich gut absprechen, seine Karten eben untereinander austauschen, sich verstärken, sich Punkte und Aktionen zuschustern, weil alleine kann man die Titanen nicht besiegen. Was dieses Spiel für mich so großartig macht und in dieses Ranking katapultiert hat, ist, dass es die Atmosphäre der Vorlage super einfängt. Also diese Hilflosigkeit gegen diese übermenschlichen Gegner, diese übermächtigen Titanen, wird hier sehr gut dargestellt, weil es ist eben auch bockschwer und eine echte Herausforderung. Tja, mein Platz 9, Attack on Titan, The Deck Building Game. Jo, was haben wir auf der 8? Auf der 8 haben wir dieses Spiel hier, liegt mir ganz besonders am Herzen. Das ist Raid on Taihoku. Aus dem Jahr 2017, 2 bis 4 Spieler, 40 bis 60 Minuten von dem kleinen asiatischen Verlag Miso. Und ja, das Spiel ist auch wieder ähnlich wie Black Orchestra noch mehr ein thematisches Brett. Ein thematischer Brecher, der einem richtig schwer im Magen liegt. Worum geht es? Es geht eben um den Raid on Taihoku, um den Angriff auf Taihoku im Zweiten Weltkrieg. Da wurde Taihoku nämlich sehr, sehr heftig bombardiert, sehr, sehr viele Zivilopfer, und die Spieler schlüpfen eben jeder in die Rolle einer Person einer großen Familie. Ne? Da gibt es Vater, Mutter, die Tochter, den Sohn, Opa und Oma und so weiter. Und man möchte eigentlich nur diese Kriegswirren, diese Bombardierung von Taihoku überleben. Das ist das Spielziel. Dabei hat jede Person noch ein anderes persönliches Ziel. Zum Beispiel gibt es die Ressource, so nenne ich es jetzt mal, Hunger. Und die Mutter zum Beispiel, bei der darf einfach keines der Familienmitglieder unter die Hälfte seines Hungerpegels fallen. Ansonsten verliert sie Motivation oder Hoffnung. Dann gibt es die Tochter, die auf ihren Verlobten im Krankenhaus, ihr Verlobter hat gekämpft, der ist jetzt im Krankenhaus und da möchte sie unbedingt hin. Und so ergibt sich eben zu diesem großen Ziel, dass sie überleben möchten, hat jeder eben auch nochmal sein persönliches Ziel. Und es geht um ganz grundlegende Dinge wie Schutz vor der Bombardierung suchen, Essen suchen zum Überleben, irgendwelche Hilfsmittel, die einen dabei unterstützen, wie ein Bollerwagen oder wie der Familienhund, der eben Dinge aufspüren kann. Auch hier, ähnlich wie Black Orchestra, von der reinen Spielmechanik kein Glanzlicht. Das ähnelt hier sogar noch ein bisschen stärker Pandemie. Auch hier hat man Aktion und auch hier muss man eigentlich immer nur versuchen, weg von der Bombardierung und in Sicherheit zu sein und ein bisschen was mit den Aktionspunkten zu tun. Aber es ist eben ein so krasses atmosphärisches Brett, was auf den Karten eben dargestellt wird. Unfassbar heftig, was einen auch nochmal so diese Grauen des Krieges vor Augen führen. Kein Spiel, wie ich finde, was man eben in einer Runde zocken sollte mit Bier und Gelächter dabei, sondern da muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen. Wenn man das tut, ist Raid on Taihoku ein wirklich richtig geiles Spiel, was einem auch lange im Gedächtnis bleibt. So, das war jetzt Platz 8. Genau, dann kommen wir zu meinem Platz 7. Das ist Pandemic Legacy von Z-Man Games aus dem Jahr 2015. 2 bis 4 Spieler, circa 60 Minuten, eine Partie. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel kennt wahrscheinlich jeder. Pandemic kennt jeder und dann hat das Ganze eben richtig nochmal eingeschlagen in diesem Legacy-Mechanismus. Ich muss sagen, Pandemie ist, ja, ist der klassische Door-Opener, auch für Nichtspieler, für kooperative Brettspiele. Ist mir mittlerweile dann aber tatsächlich auch ein bisschen zu
seicht. Ich spiele es immer noch gerne mit. Ist aber nichts, wo ich sagen würde, so lass uns eine Runde Pandemie spielen. Da gibt es mittlerweile für mich fordernde kooperative Brettspiele. Aber was Legacy dann gemacht hat, wirklich mit diesen vielen, vielen Facetten noch dabei. Ne? Ihr kennt das, ich rede jetzt so, als wüsstet ihr alle, worum es geht, aber ich erkläre es nochmal ganz kurz, der Legacy-Aspekt eben, man fängt mit dem klassischen Pandemie an, also da geht es ja darum, eine Krankheit oder mehrere Krankheiten brechen aus und wir müssen versuchen, diese Pandemie irgendwie einzugrenzen und in dem Legacy-Aspekt müssen wir halt in jedem Szenario nochmal zusätzliche Dinge erfüllen. Dann öffnen wir halt Schachteln und es passieren unvorhergesehene Dinge, Komplikationen, zusätzliche Mechaniken, zusätzliche Charaktere, zusätzliche Regeln und. Das Ganze ist wirklich unglaublich spannend, ist wie so eine Season von einer Serie, die suchtet man schon fast an einem Stück weg. Auch wenn es natürlich viele, viele Partien dauert, mindestens 12, weil man eine Partie pro Monat spielt, sag ich mal, also Monat im Spiel. Und wenn man die dann eben verkackt, nochmal. Also unglaublich tolles Spiel, was sie da aus Pandemie gemacht haben mit dem Legacy-Aspekt. Richtig, richtig cool. Mein Platz 7. So, mein Platz 6. Eidewitzka, schwere Schachtel. Boah, ist dieses hier. Deep Madness von Dimension Games, a Sci-Fi Horror Game. Für 1 bis 6 Spieler, man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen, so 2 Stunden braucht man schon für eine Partie. Würde ich beschreiben als ein Mix thematisch aus Dead Space, Resident Evil, Alien und Cthulhu. Also sehr, sehr, sehr düster. Allerdings in einem Unterwasser-Setting. Die Spieler sind kommen in so einer Unterwasserstation an und da ist eben niemand mehr am Leben, überall sind Monster, die Umgebung verzerrt sich, also so ein bisschen Silent Hill mäßig, die Realitäten verschwimmen und man muss eben dann als Spieler herausfinden, was da überhaupt passiert ist und sich natürlich gegen die unzähligen Monsterhorden zur Wehr setzen. Ein richtiges Brett im Spielmaterial war ein Kickstarter mit unendlich Stuff, richtig geilen Minis, Ekelfaktor hoch 10, wie gesagt, Dead Space, Resident Evil, wer da die Monster kennt, weiß so ein bisschen, womit er es hier zu tun bekommt. Cthulhu spielt da mit Sicherheit, oder hat da mit Sicherheit auch noch reingespielt in der ganzen Vorlagengeschichte. Und es hat zu dem unglaublich guten Material, zu dem erstklassigen Setting, was mich von Anfang an gepackt hat, auch ein paar richtig coole Mechaniken. Nämlich zum Beispiel, dass die Räume teilweise überflutet sind und wenn man in diesen Räumen sich bewegt oder halt seine Züge in diesen überfluteten Räumen macht, verlieren die Charaktere Sauerstoff und das geht dann irgendwann auf Kosten der Lebenspunkte. Das heißt, man muss da so ein bisschen überlegen, wie umgehe ich die überfluteten Gebiete oder gehe ich da rein und gehe eben das Risiko ein, dass ich verwundet werde. Zur Sicherheit hat auch jedes Monster eine eigene Regel, eigene Fähigkeiten, die dem Ganzen auch nochmal richtig Tiefe verleihen. Auch die Charaktere spielen sich sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, Deep Madness ist echt ein Umfangsmonster, ist bei weitem noch nicht so oft auf den Tisch gekommen, wie ich es mir gerne wünsche. Aber es hat eben auch mächtig viele Regeln, es hat eine große Spielzeit. Aber es ist eben ein Atmosphäre-Monster und ein richtig, richtig cooles, kooperatives Brettspiel. So, als nächstes, wo sind wir denn jetzt? 10, 9, 8, 7, 6, 5 bei Halbzeit angekommen. Und auf der 5 haben wir stellvertretend für das ganze Legendary und Legendary Encounter System, weil das ist ja ein System, wie ihr wahrscheinlich wisst. Da gibt es ein paar andere Lizenzen noch. Alien, Predator, Firefly, Buffy fallen mir da ein. Aber für mich ist tatsächlich das Spiel, was das Ganze losgetreten hat, nämlich Marvel Legendary für mich auch das Beste. Ist übrigens aus dem Jahr 2012. 1 bis 5 Spieler von Upper Deck, ca. 45 Minuten. Ja, und in der Grundbox ist es ein recht klassisches Deckbuilding-Game. Also sprich, man hat eine Auslage, oder fangen wir mal anders an, thematisch natürlich Marvel, ne? Marvel-Helden, Marvel-Schurken, und dann sucht man sich immer zu Spielbeginn beim Aufbau aus, welche Helden einen unterstützen möchten. Da gibt es schon in der Basisbox ganz, ganz viele bekannte Gesichter, Iron Man, Wolverine, Spider-Man, Deadpool und so weiter. Und dann sucht man sich einen Oberschurken aus, hier Mastermind genannt, und einen Plot, den er ausführen möchte. Also hier schon mal drei unterschiedliche
Variabilitäten, die man zusammenpacken kann und die dann eben immer ganz unterschiedliche Spielerlebnisse ergeben. Der Mastermind ist ein bisschen speziell, den Plot, den er dann ausführen will, der ist auch nochmal spezieller. Und die Helden, die man selber hat, muss man ja auch irgendwie darauf einstimmen. Und so ergibt sich schon mal eine hohe Variabilität. Und ja, und dann hat man eben dieses Villain-Deck, was eben aufgebaut wird, wo eben Schurken reinkommen, wo bestimmte Trigger dann gestartet werden, die das Ereignis oder den Plot nach vorne bringen. Und wir versuchen eben, bevor dieses Deck alle ist, dem Mastermind ordentlich auf die Mütze zu hauen und seinen Plot eben, ja, zu vereiteln. Es gibt sehr, 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 sehr viele Erweiterungen zu Marvel Legendary, die auch tatsächlich nötig werden. Das Base-Game ist gut, hält dann aber wirklich nicht so lange an, wenn man sehr oft spielt, da braucht man dann schon ein paar Erweiterungen. Dark Cities empfehle ich da ganz, ganz dringend, die erste große Erweiterung, die das Ganze nochmal um einige Mechaniken erweitert. Und dann gibt es, wie gesagt, noch viele weitere, Civil War zum Beispiel. Ja, ganz toller Kooperativer, für mich der beste kooperative Deckbuilder und deswegen verdient auf meinem Platz 5 Marvel Legendary. Schawupp. So. Der Platz 4, ob ich diese Box hier rüber kriege, oh mein Gott. Platz 4, die Box ist randvoll mit Stuff, weil ich wirklich zu diesem Spiel mir fast alles kaufe, was da rauskommt. Villain des Wahnsinns, die zweite Edition. Ich war ein Riesenfan schon von der ersten Edition, mir hat es unglaublich Spaß gemacht, da den Dungeon Master, also hier war es glaube ich den Bewahrer oder wie er hieß, zu spielen. Da hatte ich richtig, richtig Freude dran, meine Mitspieler, also die Ermittler, da auch in den Wahnsinn zu treiben und in die Irre zu führen. Aber der Verwaltungsaufwand, der war tatsächlich richtig enorm. Allein das Vorbereiten für die einzelnen Szenarios mit den unterschiedlichen Karten und so weiter, da durfte man auch keinen Fehler machen. Das heißt, der Dungeon Master musste hier auch wirklich ein erfahrener Spieler sein. Das konnte nicht mal jemand sein, der sagt, hey, ich will auch mal gerne. Und ja, deswegen finde ich die Villen des Wahnsinns, die zweite Edition, deutlich, deutlich, deutlich besser, auch wenn ich kein Fan von App-Unterstützung bin, weil ich immer noch der Meinung bin, ich spiele ein Brettspiel und wenn ich da einen Bildschirm habe, wo ich drauf rumklicke, kann ich auch gleich ein Videospiel spielen. Aber hier macht es tatsächlich Sinn, weil eben die App diesen immensen Verwaltungsaufwand von Villen des Wahnsinns wegnimmt. Es spielt natürlich, wer das Spiel nicht kennt, im Lovecraft-Universum, also mit Cthulhu. Wir sind alles Ermittler, die immer unterschiedliche Fälle angehen. Immer gibt es ein mysteriöses Vorkommnis und dann sind wir entweder in einer alten Villa unterwegs oder untersuchen die Aktivitäten eines mysteriösen Kultes oder sind in einer Hafenstadt unterwegs, wo die Menschen alle irgendwie wie Zombies durch die Gegend rennen. Und wir decken immer die Karte nach und nach auf, haben da unterschiedliche Punkte, mit denen wir interagieren können, natürlich über die Apps. Dann gibt es Rätsel, die wir lösen müssen. Wir müssen Hinweise suchen, damit wir eben ja diesem großen Mysterium des Szenarios auf der Spur kommen. Das ist sehr, sehr atmosphärisch dicht, immer coole Stories dabei, coole Auflösungen dann zum Schluss. Man hat da richtig Freude, da zu rätseln und die Ermittlungen zu starten. Es gibt natürlich auch Kampf, der aber hier nicht im Vordergrund steht. Monster sind immer eine große Bedrohung, die man vielleicht versuchen auch zu umgehen. Das Ganze läuft dann über Proben ab, die man würfeln muss. Das kann immer mal ein Stück weit frustig sein, wenn man nicht das Richtige würfelt. Aber wie gesagt, das ist halt auch nicht der Kernaspekt des Spiels. Es ist einfach ein atmosphärisch unglaublich dichtes Spiel, auch durch die App, die Flavortexte und so weiter und so fort. Die Szenarien spielen sich teilweise grundsätzlich anders, immer wieder spannend und andere Strategien, die das erfordern, immer wieder neue Dinge, die man da kennenlernt. Villen des Wahnsinns, für mich einfach ein ganz, ganz großartiges kooperatives Spiel und deswegen ja auch verdient auf meinem 4. Platz. Und mein Gott, ist die Box schwer. So, dann kommen wir aufs Treppchen, 3 Spiele sind noch ausstehend und den ersten Sprung aufs Treppchen hat Zombicide Black Plague geschafft. Hier ist jetzt die Wolfsburg-Erweiterung, weil ich auch von dem Spiel jetzt nicht die fette Box da auch nochmal aus dem Regal holen wollte. Ja, Zombicide
ja, kennt man eigentlich. Es fing ja an mit dem normalen Zombicide, was also in diesem typischen Walking Dead, also in der Jetztzeit-Setting angesiedelt war, mit Kaufhäusern und Knarren und so weiter. Und dann haben sie eben den Sprung gemacht. Das ist natürlich von Simon aus dem Jahr 2015, 1 bis 6 Spieler, 60 bis 180 Minuten. Dann haben sie eben den Sprung gemacht ins Mittelalter. Also hier steuert man Ritter, Bogenschützen, Waldläufer, Magier und so weiter und so fort und versucht eben im Mittelalter der Black Plague, also der Zombie-Horde, Herr zu werden. Mit Wölfen sind auch noch dabei und riesige fetten Monster und Necromancer, also Totenbeschwörer und. Und sie haben im Vergleich zum normalen Zombicide einige Mechaniken verbessert, die ich auch viel, viel sinniger und viel, viel spannender finde. Ich habe das normale Zombicide nur einmal gespielt. Mag sein, dass das da auch nochmal irgendwie ein bisschen anders wurde, aber in Black Plague habe ich jetzt schon dutzende Stunden reingeballert und es macht einfach immer noch Laune, weil es ist eben so dieser, ja, wenn die ganzen Spiele, die ich euch bisher gezeigt habe, so eher die Brain-Geschichten waren, also sprich viel Zeit mitbringen, viel überlegen, konzentriert und wie gehen wir vor, Strategien entwickeln, ist Zombicide dann so das Diablo unter den kooperativen Spielen. Ne? Einfach ein bisschen grinden oder der 80er B-Action-Movie. Ja? Einfach ein bisschen los, Spaß haben, rumgewürfeln, Zombies töten. Ja, klar, man muss später in den Szenarien, wenn die schwerer werden, sich auch ein bisschen absprechen, überlegen, was machen wir. Aber grundsätzlich ist es erstmal ein Spiel mit wenig Regeln, wo man sofort losspielen kann. Einfach nur Spaß haben, stumpfes Rumgewürfel, einfach nur Zombies killen, schlachten und so weiter und so fort. Ja, keine von der Tiefe her, der Spielmechanik, ist Zombies halt jetzt nicht so anspruchsvoll, aber es macht einfach Laune. Für mich funktioniert das, macht einfach Laune. Das ist ein Spiel, was ich so nach einem langen Arbeitstag auf den Tisch bringe, um einfach nur mal Spaß zu haben, um ein paar Zombies abzuschlachten. Deswegen auf meinem dritten Platz Zombicide Black Plague. So, auf Platz 2 wahrscheinlich für den einen oder anderen eine Überraschung, weil viele von euch das Spiel wahrscheinlich auch gar nicht kennen werden. Das ist das hier. Das ist Unicornus Knights aus dem Jahr 2016. 1 bis 6 Spieler, 60 bis 90 Minuten von AEG, ursprünglich Manifest Destiny. Ja, AEG hat es rausgebracht in ihrer Big in Japan-Reihe. Da schnappen die sich ja Spiele aus Japan und legen die nochmal neu auf mit einem ansprechenderen Spielmaterial und so weiter und so fort. Ich kann jetzt zu der ursprünglichen Fassung von Unicornus Knights nichts sagen, aber zu der Fassung kann ich euch sagen, großartiges Spielmaterial, großartiges Artwork, also das, was ihr hier auf dem Cover seht, das setzt sich so auch nahtlos im Spiel um. Worum geht es? Unicornus Knights erzählt eine Geschichte von so einem klassischen Fantasy-Reich, was von einem bösen, ja, ich weiß gar nicht, ist es ein Dämonenlord oder ist es einfach nur irgendein, egal, auf jeden Fall ein böser Typ, kommt eben in dieses Königreich, brennt alles nieder, tötet den König, erobert das Land und die Prinzessin des getöteten Königs flieht eben aus dem Land, hat aber die Ambition und die Vorstellung, dieses Land hole ich mir zurück, koste es, was es wolle. Und die Spieler schlüpfen eben jetzt nicht in die Rolle der Prinzessin, sondern eben in Ritter, Helden, Magier, Kaufleute, was weiß ich, was es da alles gibt, die eben dieser Prinzessin noch treu ergeben sind. Und jetzt ist es so, es wird ein sehr modulares Spielfeld aufgebaut. Also am Ende des Felds ist eben die Hauptstadt, wo dieser böse Scherge thront und wir sind eben auf der anderen Seite. Und die Prinzessin wird vom Spiel gesteuert und die rennt einfach so wirklich wie ein Berserker Richtung Hauptstadt, ohne Rücksicht auf Verluste und will einfach nur ihr Heimatland zurückerobern. Und da sind aber böse Helden und Armeen und hin und her und sie kann das gar nicht schaffen. Also sie ist da hat sich da reingesteigert und hat ein Unterfangen, was sie gar nicht schaffen kann. Und wir
es ist jetzt an uns, an den Spielern, mit unseren Helden, mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten, mit den Armeen, die wir im Schlepptau haben, quasi den Weg für diese Prinzessin freizuschaufeln. Und dann müssen wir uns mit den gegnerischen Helden anlegen, die auch allesamt unterschiedliche Fähigkeiten haben, mit den gegnerischen Armeen. Wir müssen auf die unterschiedlichen Terrains achten, wo wir kämpfen. Wir müssen auf unseren Nachschub achten, auf die Nachschubkette, dass wir da nicht irgendwann stehen und keine Aktionen mehr haben. Das ist ein, wie ich finde, super, super grandioses kooperatives Spiel. Es hat zum einen ein richtig cooles Setting, tolles Artwork, grandiose Gestaltung, grandiose Immersion. Es macht einfach Laune, der Prinzessin da den Weg freizuräumen. Man muss wirklich überlegen. Und was ich zur Spieleranzahl sagen möchte, ist ja bis 6 Spieler. Ich würde es maximal zu dritt spielen. Warum? Zu dritt würde dann oder in einer kleineren Spieleranzahl spielt jeder Spieler mehrere Charaktere. Und es kann sein, dass manche Charaktere über mehr Runden nichts anderes tun, als den Nachschub für die, ja ich sag mal, die Frontkämpfer zu stellen. Die Charaktere haben alle unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Präferenzen, unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und manche sind eben besonders gut, die Nachschublinien zu halten und diese zu verstärken und den Nachschub zu verbessern. Wenn man jetzt zu 6 spielt, jeder hat nur einen Charakter und ein Spieler steuert genau diesen Charakter, der nichts anderes macht, als den Nachschub zu halten, dann wird es recht langweilig. Das heißt, jeder Spieler zu dritt macht es am meisten Sinn, weil dann hat jeder Spieler 2 Charaktere, dann kann sich jeder einen Charakter aussuchen, der auf jeden Fall an der Front mitmischt und vielleicht einen Charakter, der so ein bisschen im Hintergrund agiert und guckt, dass die Versorgungslinien quasi nicht zusammenbrechen. Dann ist es aber ein richtig cooles Spiel. Es ist bockschwer, man muss sich richtig gut absprechen, man muss die Fähigkeiten seiner Charaktere ausnutzen. Es ist super viel Variabilität mit drin, weil das Board eben komplett modular aufgebaut wird. Die gegnerischen Helden sind komplett random, wie sie aufgestellt werden und die arbeiten dann auch noch untereinander zusammen, haben Synergien oder Antipathien. Dann gibt es ein Deck, was zusammengestellt wird mit den Ereignissen, die passieren. Da kann es zum Beispiel passieren, dass sich einer unserer Helden mit einem der gegnerischen Helden auch mal verbünden, weil das, was weiß ich, die Schwester ist, die vor langer Zeit verschollen ist. Also es ist auch ein wirklich großer narrativer Aspekt mit dabei, dass also eine Geschichte erzählt wird. Ihr merkt wahrscheinlich, ich bekomme so ein bisschen ins Schwärmen. Unicornus Knights fliegt viel zu sehr unter dem Radar, weil es eben ja auch dieses ja anime-ische Setting hat und Thema hat, wo viele ja auch direkt mit den Augen rollen und sagen, das kann nichts werden. Aber ich meine, mich triggert das natürlich, aber auch da lasst euch gesagt sein, das ist ein richtig, richtig grandioses kooperatives Spiel und deswegen ja auch verdient auf meinem 2. Platz Unicornus Knights. Ja, und auf der 1, was soll da noch anderes kommen, wer meinen Kanal kennt, Battlestar Galactica, habe ich ja schon am Anfang dieses Videos gesagt, so ist hier nicht mit drin, weil es semi-kooperativ ist. Das heißt, es kann eigentlich nur ein Spiel jetzt hier auf der 1 kommen und das ist natürlich das mega fetteste Spiel überhaupt, sag ich jetzt mal so. Das ist Gloomhaven von Feuerland, 1-4 Spieler, 30 Minuten circa pro Spieler. Und das wackelt jetzt hier nur so, weil ich jetzt hier nur den Deckel habe. Habe ein bisschen gecheatet, weil die Box ist einfach so mega schwer. Ne? 10 Kilo, ihr wisst es. Von 2017 kam es ursprünglich raus von Cephalo Fair Games und Feuerland hat es dann ja Gott sei Dank auf Englisch gebracht. Ja, und was soll ich euch sagen? Das ist einfach, es ist die Königsklasse der kooperativen Brettspiele, der Dungeon Crawler ohne Dungeon Master, der so eine tiefe Spielwelt, ein so tiefes Spielerlebnis, eine so krasse Immersion und Atmosphäre erzeugt. Das ist einfach der Wahnsinn. Die Spieler schlüpfen eben. Ja, Gloomhaven, der Titel, das ist diese Stadt. Ausgangspunkt für alle Abenteuer der Helden und diese Stadt baut man eben oder verstärkt man eben im Laufe der Handlung auch. Das Wohlstandlevel der Stadt steigt, die Stadtherrschaft ändert sich gegebenenfalls, welchen Storypfad man da einschlägt. Und da sucht man sich eben zu Anfang einen Held aus. Es gibt Starthelden, die in der Box drin sind und viele, viele weitere verschlossene Päckchen. Und dann bekommt jeder Held nochmal ein persönliches Lebensziel. Und wenn man das eben erfüllt hat, dann schaltet man neue Inhalte für das Spiel frei, also zum Beispiel neue Charaktere, neue Helden, die man dann spielen kann. Man levelt seinen Helden natürlich, dadurch verändert man
die Fähigkeiten, die der Held hat, die Ausrüstung, die der Held tragen kann. Und das Ganze ist ein Dungeon Crawler, aber mit einer Eurogame-Mechanik. Das Ganze ist ein Handmanagement-Game, das heißt, man hat seine Fähigkeitskarten auf der Hand. Eine bestimmte Anzahl sucht man sich zu Szenariobeginn aus. Das ist charakterabhängig von seinen vielen Fähigkeitskarten, die man hat. Da muss man also ein bisschen überlegen, welche Fähigkeiten passen zum Szenario. Muss ich mich viel bewegen zum Beispiel oder muss ich mich eher weniger bewegen und dafür viele Hiebe austeilen auf einzelne Gegner oder auf viele Gegner? Ja, das muss man halt überlegen. Und dann hat man seine Karten, immer eine obere oder eine untere Fähigkeit und man spielt jede Runde zwei Karten und kann sich dann von diesen zwei Karten von der einen eine obere, von der anderen eine untere Fähigkeit aussuchen. In der Mitte ist eine Zahl, das ist der Initiativewert. Je niedriger, desto eher ist man am Zug. Die Monster haben ein ähnliches, etwas abgespecktes Deck. Da werden die Karten dann auch aufgedeckt. Das wird dann angezeigt, wie schnell die Monster dran sind, was sie tun. Super, super Mechanik, wie die Monster gesteuert werden. Das ist ein No-Brainer. Der Verwaltungsaufwand für die Monster ist gleich null. Ja, also wirklich, das gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, die Mechanik, dass man eben über Handkarten, über Handmanagement das Spiel steuert, ist ein bisschen Glück mit dabei. Allerdings wird hier nicht gewürfelt, sondern jeder Spieler hat sein kleines Modifikatorendeck, wo dann eben, wenn man angreift, eine Karte zieht, dann steht da plus 1, plus 2, minus 1, plus 0. Aber auch das Deck modifiziert man, je höher man im Level steigt. Das heißt, man verringert hier die Möglichkeit, schlechte Ergebnisse zu erzielen. Ja. Und so erlebt man halt eben eine epische Story, schaltet immer mehr Orte auf einer Karte frei, muss sich manchmal auch entscheiden, in welche Richtung gehen wir. Verbünden wir uns mit einem zwielichtigen, bösen Dämon oder bekämpfen wir ihn lieber oder weiß der Geier. Und so entfacht und entspielt man eigentlich sein eigenes kleines Abenteuer, seine eigene kleine Geschichte. So wie man spielt, erlebt man eben Gloomhaven gegebenenfalls ganz anders als eine andere Spielgruppe und das hat uns bisher in, ich glaube, über 60 Partien sind es mittlerweile, so unendlich viel Spaß und Freude gebracht. Wir sind jetzt kurz davor, das Spiel abzuschließen und dann sind wir auch schon heiß auf die Erweiterung, weil von Gloomhaven können wir einfach in unserer Gruppe nicht genug bekommen und deswegen war die Nummer 1 eigentlich ganz, ganz klar bei den kooperativen Spielen, was hier bei mir auf der 1 steht, nämlich Gloomhaven. Jo, Leute, das war's. Das war meine Liste der Top 10 besten kooperativen Brettspiele für mich. Meiner Meinung nach, schreibt mir noch in die Kommentare, welche eure liebsten kooperativen Brettspiele sind. Lasst mir ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag mal ciao, ciao und bis zum nächsten Mal hier auf meinem Channel Castle Nerdsky. Bis bald.